extremistisch. Echte Männer sind recht. Und damit herzlich willkommen, Freunde. Hallo, lieber Arthur. Hey, hallo, ich freue mich so. Hör mich vorab, ist der beste Podcast. Yeah. Ja, sehr gut, sehr gut. Hast du schon mal so einen Applaus bekommen? Nein, noch nie. Ja, hallo Arthur. Ja, Freunde, Arthur, ein unterhaltsamer Typ, hat vor langer Zeit mal für RT gearbeitet und füttert jetzt regelmäßig den empfehlenswerten YouTube-Kanal Infrarot Sicht ins Dunkel. So ist es, Leute. Ja, die drei Hauptakteure, also du, Ivan und Jens, abonniert den Kanal, Link ist in der Videobeschreibung. Dann kommen wir jetzt zum Aufmacher der heutigen Folge. Unsere Reise beginnt im Juni 2023. Damals verkündete unsere geliebte Innenministerin Nancy Faeser, dass sie keine festen Grenzkontrollen wolle. Ich zitiere, ich will das Herzstück der Europäischen Union, offene Grenzen im Inneren, verteidigen. Schlagbäume wieder hochzuziehen, würde uns um Jahrzehnte zurückwerfen. Wenn wir unsere Grenzen kontrollieren würden, dann würden wir also wieder in den 50ern leben. Und das geht natürlich nicht. Darum ist es nicht zwingend erforderlich, dass jeder Erdbewohner hier beliebig ein- und ausreisen kann und natürlich Sozialleistungen erhält, sofern er auf irgendeiner Sprache das Wort Asyl aussprechen kann. Ein gutes Jahr später will Faeser dann plötzlich die Grenzen kontrollieren, obwohl wir dann ja wieder in den 50ern leben. Ich zitiere, effektive Zurückweisungen. Davon sprach Innenministerin Nancy Faeser am Montagnachmittag. Bis die europäische Asylreform greife, müsse Deutschland seine nationalen Grenzen stärker kontrollieren. Deshalb diene die Ausweitung der Binnengrenzkontrollen auf allen deutschen Grenzen dem Schutz der akuten Gefahr durch islamistischen Terror und Kriminalität. Auch das wieder, passend vor der Wahl. Die Kontrollen an allen Grenzen sollen schon ab dem 16. September beginnen. Angelegt auf erstmal 6 Monate. Bei der EU liegt die Notifizierung vor. Diese Maßnahme wird heute das Gesprächsthema beim Migrationsgipfel sein. Die Union setzte wenige Tage zuvor ein Ultimatum an die Regierung. Ohne eine konkrete Zusage für Zurückweisungen von Migranten bräuchte man sich nicht mehr zusammenzusetzen. Diese Zusage erfolgte nun. Faeser will heute in Details die neuen Maßnahmen mit der Union besprechen. Das war, glaube ich, am Montag oder am Dienstag. Der erste reichweitenstarke Nazi-Vergleich ließ nicht lange auf sich warten. Pro Asyl, ein Verein zur Förderung der rechtsextremen Verschwörungstheorie des sogenannten Bevölkerungsaustausches, hat die Pläne wie folgt kommentiert. Massenhafte Pushbacks. Da wundert es mich ein bisschen, dass sie das Wort Illegale vergessen haben. Ja, eigentlich müsste es heißen, massenhafte illegale Pushbacks. Das ist sonst deren Wording. Auch an deutschen Grenzen. Nicht mehr nur ein Wunschtraum von Rechtsradikalen, nicht mehr nur eine populistische Forderung der Opposition, sondern jetzt die Realität unter einer Regierung von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen. Dazu ein Bild von gewaltbereiten Bullenschweinen, wie Linke sagen würden. Und der Text, Zurückweisungen an deutschen Grenzen, ab 0 Uhr wird zurückgeschoben. In anderen Worten, wenn Staat sicherstellen will, dass nicht jeder Hampelmann über die Grenze latscht und bis an sein Lebensende vom Steuerzahler vollständig alimentiert wird, dann ist das Dritte Reich wieder ausgebrochen. Ja, und als nächstes überfallen wir Polen und die Züge fahren wieder und so weiter und so weiter. Ich habe mir vorhin mal die Rubrik Geschäftsstelle auf deren Webseite angeguckt. Unter SprecherInnen ist unter anderem Tarek Alaofs gelistet. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Ey, das ist doch der Shootingstar. Berufsasylant. Ja, ja. ist ja wirklich ein schöner Begriff. Ja. Hast du den gerade geprägt oder ist das schon? Ist mir gerade so aus dem Gehirn. Oh, nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Ja. Deswegen gucke ich so gerne deine Videos. Ja. Der kam als angeblicher Flüchtling aus Syrien nach Deutschland und wollte dann wenige Jahre nach seiner Ankunft schon, dass es, ich zitiere, im Bundestag künftig nicht mehr heißen soll, dem deutschen Volke, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben. Was mich so wundert ist, jetzt hat man da direkt einen Fachmann zu sitzen. Mich würde mal interessieren, wie die Rechtslage in Syrien, im Irak, im Libanon oder in Jordanien oder so ist. Wenn ich da aus einem Nicht-Kriegsgebiet einreise und sage, dass ich da jetzt wohnen will und für einen Lebensunterhalt soll bitte der Steuerzahler aufkommen. Glaubst du, ich erwärme die Herzen der Bevölkerung und die wünschen sich Millionen weiterer Personen wie mich? Werde ich da mit Blumen, Bärchen und Baklava am Bahnhof empfangen? Ja, ja. Ich glaube, es kommt drauf an, ja. Ja. Je nachdem, wie dein Auftreten ist, ne? Ja. Also denke schon, wenn du dich da einfügst, weißt du, so regionale Gewänder ein bisschen so anpasst, dann haben die wahrscheinlich die Frau verhüllen. Ja, genau. Ganz wichtig, ne? Ja, ja. Ja, gut, zurück zum eigentlichen Thema.
Wir haben jetzt die letzten 10 Jahre erzählt bekommen, dass man an den Grenzen schlichtweg keine Kontrollen durchführen könne, aus verschiedensten Gründen. Die Charta der Menschenrechte, die Genfer Flüchtlingskonvention, das europäische und das deutsche Asylrecht, Jan Böhmermann, die lokale Antifa, aus verschiedensten Gründen war es juristisch, moralisch, organisatorisch und so weiter schlichtweg physikalisch nicht möglich, die Grenzen zu schützen. Möglich. Ja. Geht gar nicht. Ein Naturgesetz. Das können sie nicht. Sie können doch nicht einen Zaun um Deutschland bauen. Aber bescheuert. Ja. Jetzt wäre ausgerechnet Antifa-Faser, ja, aber einen Weg gefunden haben, dieses Naturgesetz auszuhebeln. Ich zitiere aus dem eingeblendeten Artikel. Nancy Faeser, SPD, hat am Montag ein Konzept vorgestellt. Es soll den Plan enthalten, wie sich unberechtigte Antragsteller auf Asyl schon an der Grenze zurückweisen ließen. Das wäre ein bemerkenswerter Erfolg der Innenministerin. Denn 9 Jahre lang haben Bundesregierungen behauptet, genau das sei rechtlich unmöglich. An all diesen Bundesregierungen war die SPD beteiligt. Faesers Konzept hat einen Nachteil. Sie will es nicht genauer beschreiben. Sie hat einen Weg gefunden, ein 9 Jahre altes Problem zu lösen, will aber nicht damit prahlen. Neue Bescheidenheit in Berlin. Faeser sagt, sie wolle die Inhalte erst im Gespräch der Ampel mit der Union vorstellen. Es wäre ein Vertrauensbruch, dies vorher zu tun. Den Erfolg zu verkünden, war indes kein Vertrauensbruch, laut Faeser. Würde die Ministerin erklären, der Hund hätte ihre Hausaufgaben gefressen, käme sie glaubwürdiger rüber. Ja. Gut. Oh. Hans-Jürgen Papier, kennst du den? Ja, klar, natürlich. Verfassungsrechtler. Hm? Genau, und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Richtig, ja. Er ist übrigens der Meinung, dass Zurückweisungen an den Grenzen nicht nur theoretisch möglich, sondern, ich zitiere, nach deutschem Recht geboten sind. Jetzt ist der Artikel zwar von diesem Dienstag, dasselbe erzählt der Mann aber nicht erst seit einer Woche. Ich habe mal auf einen heute 8 Jahre alten Vortrag von Hans-Werner Sinn reagiert. Und schon damals sagte Hans-Werner Sinn, dass Hans-Jürgen Papier die Meinung vertrete, dass eine Zurückweisung an den Grenzen problemlos möglich wäre. Konkret sagte Papier übrigens laut dieses Artikels, dass es keine EU-rechtlichen Regelungen gäbe, die über den Paragraphen 18 des Asylgesetzes stehe. Oder stehen, hätte es heißen müssen. Was steht in Paragraph 18 Asylgesetz? Absatz 1. Ein Ausländer, der bei einer mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden verkehrsbeauftragten Behörde um Asyl nachsucht, ist unverzüglich an die zuständige oder, sofern diese nicht bekannt ist, an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten. Absatz 2. Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn erstens er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Und damit ist jede Diskussion beendet. Wir brauchen uns mal angucken, was unter zweitens oder drittens geschrieben wurde. Wenn erstens zutrifft, dann ist die Einreise zu verweigern. Denn wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Und ich will das nochmal betonen, das ist alles keine Neuigkeit. Hans-Werner Sinn hat genau das schon vor Jahren genauso ausgeführt, wie der Herr Papier es diese Woche wieder getan hat. Was auch immer jetzt dieser Scheiß-Trick von unserer Innenministerin sein sollte, wenn man sich an geltendes Recht halten würde, dann bräuchte es keine Tricks und keine Asylgipfel, bei denen man wieder blödes Zeug quatschen kann. Und am Ende ändert sich wieder genau gar nichts. Das Problem wäre gelöst. Hier ein kurzer Ausschnitt meines 3 Jahre alten Livestreams. Der Grundgesetz regeln. Ferner sagt das Grundgesetz, wer über einen sicheren Drittstaat reist nach Deutschland, hat hier nicht das Recht auf Asyl. Genau, dafür habe ich nochmal den Gesetzestext rausgesucht und ich lese euch den entscheidenden Part vor. Also das ist jetzt das Grundgesetz in Bezug auf Asylverfahren. Und da steht geschrieben, ein Ausländer, der bei einer mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrsbeauftragten Behörde, Grenzbehörde, um Asyl nachsucht, ist unverzüglich an die zuständige oder, sofern diese nicht bekannt ist, an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten. Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn. Jetzt kommen die 3 Gründe, wann eine Einreise zu verweigern ist. Punkt. Ja, nicht aber, es sei denn, nein. Wenn einer der folgenden Punkte erfüllt ist, dann ist die Einreise zu verweigern. Erstens, er ist aus einem sicheren Drittstaat eingereist. Beziehungsweise er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Das hieße, der Weg zu Fuß hierher ist unmöglich mit dem Asylrecht gemäß deutschem Grundgesetz zu ermöglichen. Es geht nicht.
Wenn du hierher läufst, über die österreichische Grenze, über die polnische Grenze, egal über welche Grenze, dann ist die Antwort nein. Du kommst aus einem sicheren Drittstaat. Ich habe mich bei meiner Recherche auf den eingeblendeten Tichys Einblickartikel beschränkt. Der Arthur hat mir gerade erzählt, dass er einen ausführlichen NZZ-Artikel zu der Causa gelesen hat, wo Papier das nochmal ein bisschen deutlicher ausgebreitet hat. Führe uns nochmal kurz ein in das Problem EU-Recht versus deutsches Recht oder was auch immer da der Kasus Knaxus ist. Ja, also das ist also der Standpunkt vom Papier ist halt, dass also natürlich das Europarecht, das nationale Recht quasi schlägt, so übertrumpft, aber halt eben das in gewissen Grenzen halt hat. Und zwar, oder das nur zu einem gewissen Punkt halt passieren kann, nämlich da, wo die Integrität des Grundgesetzes quasi nicht mehr gewährleistet ist. Das ist also er führt auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts an, die das auch genauso festgestellt haben. Also die Rechtslage und die Urteilslage ist halt da und sagt halt auch, dass der Staat halt, der Nationalstaat eben auch noch für die innere Sicherheit weiterhin verantwortlich ist, selbst wenn das Europarecht da irgendwie was anderes sagt. Und insofern kann man aus dieser Argumentation heraus auch sagen, nein, also dieses Europarecht, also sprich Dublin 3, ne, alle erstmal rein und dann wieder zurück, das gilt für uns jetzt nicht. So. Und das kann man auch. Weißt du, was mich so aufregt? Was wollen die denn machen, wenn ich aufs EU-Recht scheiße? Wie es zum Beispiel Polen tut, wie es zum Beispiel Ungarn tut. Also es politischen gibt ja Druck ausüben werden die. Ganz realistisch betrachtet. Gegen Deutschland als größten Beitragszahler? Nein, natürlich nicht. Nein, also wir als Deutsche, wir können das nicht machen, weil wir sind die EU. Ja, quasi. Ja. Also das Problem ist, wenn wir das machen würden, dann würden es am Ende alle machen. Ja, eben, weil wenn wir die Tür zumachen, wir sind ja das Zentrum. Wenn wir die Tür zumachen, dann machen nacheinander Österreich, Kroatien, Serbien, Griechenland machen dann alle die Tür zu, ne? Weil die ja auch genau wissen, die wollen ja nur zu uns. Weil hier ist die Kohle. Ja. Und deswegen werden wir das nicht machen. Wir sind aber auch so verquickt und so verbandelt mit der ganzen EU-Bagage da. Natürlich werden wir das nie machen. Selbst wenn Faeser jetzt irgendwas erzählt, aber wahrscheinlich kommst du auf den Punkt noch. Komm ich tatsächlich nicht, aber das wäre halt der Dammbruch, den man nicht zulassen kann. Ne? Ja, natürlich nicht. Also, ne? Jedes Zugeständnis. Ja. Du, ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei dem heutigen politischen Klima noch irgendein Zugeständnis an Rechte zulassen könntest und dann in dem Jahr die Möglichkeit hättest, das wieder rückabzuwickeln. Was die jetzt, die Zugeständnisse, die jetzt der AfD machen, die bleiben. Und zwar auf lange Zeit. Also die werden nicht sagen können, wir kontrollieren jetzt die Grenzen und in einem halben Jahr sagen sie dann, aber wir machen das doch nicht mehr. Ja, sie haben das schon gemacht aufgrund der Europameisterschaft oder G16, so ein Scheiß. Na, aber da waren das ja immer zeitlich begrenzte Ausnahmen. Wenn du jetzt erstmal sagst, wir müssen unsere Grenzen schützen, denn es wird zu viel, dann kannst du dich im halben Jahr sagen, es ist dann doch nicht zu viel, wir brauchen mehr, wir machen die Grenzen wieder auf. Ne? Richtig. Ne? Also ich denke, das werden sie nicht tun. Also was jetzt als temporäre Maßnahme kommt, wird auch bleiben, weil es ist ja der deutsche Staat platzt aus allen Nähten, ne? Auch wenn es dem Normalo, der in seiner Wohnung sitzt, vielleicht nicht so vorkommt. Aber der Erfolg ist ja, oder was halt zwingend notwendig war, ist, dass es nicht als AfD-Politik zu verkaufen. Ja. Die tun so, das habe ich auch in meiner Sendung mal so gesagt, also recycle ich jetzt hier nur den Gedanken, das ist jetzt keine Werbung, aber die tun so, als wären sie für die letzten Jahre nicht verantwortlich, stellen sich hin und sagen so, ich stelle mich jetzt hier vor die Lage und ab jetzt schließen wir die Grenzen, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und als Normalbürger stehst du doch da und denkst dir, sag mal, was soll das? Du bist doch die letzten Jahre für genau die Problemlage verantwortlich und jetzt tust du so, als würdest du für die Lösung für das Problem sein. Also, ne? Und genau. Hauptsache, es ist nicht als AfD-Politik geframed, weil im Prinzip ist es AfD-Politik. Das sind genau die Punkte, die AfD immer wollte. Absolut. Passend zur Wahl. Ja. Absolut. Ja, und da kann sich die AfD halt dreimal aufregen, dass es im Prinzip nur Copy-Paste ihrer Anträge ist. Aber in den Medien kommt es nicht so raus. Die, weiß ich nicht, die reichen ja die Presseberichte oder die Pressemitteilungen der Parteizentralen halt einfach nur eins zu eins an den Bürger weiter, ohne halt kritische Fragen zu stellen. Also kommt auf die Partei drauf an, ja. Aber jetzt hier mit diesem Grenzregime.
wird das dem Bürger einfach so verlautbart in der Tagesschau, als wäre es das Normalste von der Welt. Dabei musst du doch eigentlich als Journalist fragen, warum jetzt? Warum nicht früher? Und das ist AfD-Politik. Wieso machen sie jetzt AfD-Politik, obwohl sie seit Jahr und Tag gesagt haben, wir grenzen uns von der AfD ab? Wie kann das sein? Dann würden die Politiker in Erklärungsnot kommen. Aber soweit will man es ja nicht kommen lassen, weil... Weil das würde der AfD in die Hände spielen. Das würde ja den Falschen in die Hände spielen, genau. Das ist im Endeffekt ist das der darauf läuft es immer hinaus. Das spielt den Falschen in die Hände, ne? Das Richtige zu machen, spielt den Falschen in die Hände. Oder man sagt, ihr habt da hier einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das sind einfache Lösungen. Ein das Klassiker. Ist Populismus. Ja, aber jetzt machen sie genau das. Jetzt machen sie im Prinzip genau das, was sie immer als einfache Lösung diffamiert haben. Also da denkst du doch, du wirst verarscht. Ne? Und der Job, wie gesagt, der Medien wäre es, das eben aufzudecken oder anzusprechen. Aber das machen sie natürlich nicht. Und da bin ich natürlich schon derbe enttäuscht und komme zu dem Schluss. Also du kannst hier in diesem Land alles durchziehen, wunderbar, solange du die Medien auf deiner Seite hast. Sorry für den langen Rant oder dieses lange Ausführen. Aber wenn dich die Massenmedien stützen, wenn dich die GEZ stützt, kommst du mit allem durch. Völlig egal. Hab neulich noch mit so einem enttäuschten Sony geredet. Ja, bitte? Über Jahre, sage ich. Ja, ja. Und noch ein letzter Satz vielleicht. Ne? Du hast ja, ihr habt das ja mitgekriegt hier, Baerbocks Außenministerium lässt die Afghanen einreisen, trotz mangelnder irgendwie Ausweispapiere. Rechtlich völlig unzulässig, aber es wird kein Thema draus. Nein. Nee, weil es soll kein Thema draus gemacht werden. Ne? Also, ja, interessiert also die Medien, den Cicero ein bisschen, vielleicht ein bisschen NZZ, aber mehr als das. Welt, glaube ich, hatte einen, vielleicht zwei kritische Artikel. Ja. Den Rest interessiert es nicht. Ja, aber wer liest schon Cicero? Ja, also du kannst mit jeder Scheiße durchkommen, wenn dich die Medien stützen. Und deswegen haben die Medien im Prinzip, also die haben auch die Macht so, finde ich. Finde ich, sind mächtiger, als man meint. Ja. Also in der Art und Weise, wie sie das, wie sie Politik halt auch mitbestimmen können. Aber gut, so viel zu Faeser, ja. Wir werden, also ich weiß nicht, was meinst du, wie viel wird jetzt... Warte, wir sind mit Faeser noch nicht durch, mein Lieber. Ach, wir sind noch gar nicht, entschuldigung. Nein, mit der ganzen Chaos sind wir nicht durch. Ja, wir kommen jetzt erstmal so ein bisschen zu den alternativen Medien. Du hast gerade schon angesprochen, dass die etablierten Medien, dass die alle ins selbe Horn blasen. Wir sind jetzt immer noch am Dienstag, oder befinden uns zeitlich im Dienstag. Ja. Die Debatte ist gerade hochgekocht. So, dann trat Olaf Scholz, der beste Bundeskanzler, den wir jemals hatten. Beste. Ja, richtig! Ans Rednerpult im Bundestag. Ja. Also wir sind immer noch in der Woche, in der diese Migrationsdebatte endlich mal wieder hochkochte. Richtig. Und Scholz rede fast Jan A. Karon von News wie folgt zusammen. Ganz Deutschland wartet darauf, dass der Bundeskanzler endlich eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik verkündet. Dann tritt Olaf Scholz ans Rednerpult. Und ich weiß nicht, was absurder ist. Dass er die ersten zwei Minuten der AfD widmet, dass er danach sinngemäß ausführt, illegale und unkontrollierte Asylmigration aus Afghanistan und Eritrea, um die geht es ja an dem ganzen Asylgipfel, stünde in einer Reihe mit Fachkräften, die man für den Arbeitsmarkt braucht, oder dass er den Holocaust und das NS-Regime beschwören muss, um irgendeine Kurskorrektur überhaupt zu rechtfertigen. Und dann Maßnahmen referiert, von denen übrigens sehr viele schon sehr lange AfD-Forderungen sind. Aber das nur am Rande. Man mag das alles für Kleinigkeiten halten, aber ich empfinde genau diese Haltung, in der der Kampf gegen rechts einer heiligen Mission gleichkommt, die allem, selbst einer Veränderung der Migrationspolitik, übergeordnet ist, als ein Teil des Problems. Ich möchte euch den meiner Meinung nach besten Part dieser grenzdebilen Rede, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, hier mal vorspielen. Es gibt viele Länder um uns herum und Rechnungen dieser Art liegen auch für uns vor. Die sagen, dass es ein großes wirtschaftliches Problem geben wird. Das resultiert daraus, dass die Erwerbsbevölkerung sich reduziert. Für einige wird in wenigen Jahrzehnten die Halbierung derjenigen, die dort berufstätig sind, vorhergesagt. Und es gibt ein Land in Europa, das genauso wie manche englischsprachige Länder die Chance hat, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht wirtschaftlich absteigen, weil wir so viele finden, die mit anpacken wollen. Und deshalb ist es richtig, genau das möglich zu machen. Mit dem Arbeitskräftezuwanderungsgesetz, das wir auf den Weg gebracht haben. Und auch mit der neuen Staatsangehörigkeit, die wir geregelt haben. Wir drehen die Sache nämlich um. So wie in den
Arthur ist ja neu hier. Ich habe dich vorhin schon gefragt, gerade eben nochmal. Hast du schon mal von der sogenannten MENAPT-Statistik gehört? Und du sagtest ja. Ja, ist mir schon untergekommen. Habe ich auch kräftig verschickt an alle möglichen Kreise, ja. Hm? Sehr gut. Guter Mann. Es gibt übrigens weitere Untersuchungen, zum Beispiel aus Holland, zum Beispiel von Raffel Hüschen Deutschland betreffen, die zum quasi selben Ergebnis kommen. Aber weil die halt so wunderbar anschaulich ist, greifen wir am liebsten auf diese Untersuchung aus Dänemark zurück. Und für alle, die hier neu sind, ich mache es ganz kurz, weil die meisten haben das schon tausendmal gehört. Da aufgetragen seht ihr Dänen, also das ist eine Statistik Dänemark betreffend, Zahlen vom dänischen Finanzministerium, also hochoffizielle Zahlen. Und neben den Dänen dann aufgetragen westliche Zuwanderer, andere nicht westliche Zuwanderer und Zuwanderer aus MENAPT-Staaten. MENAPT steht für Middle East, North Africa, Pakistan, Turkey, also Nahost, Nordafrika, Pakistan und Türkei. Und da seht ihr das im Verlauf des Lebens, unten auf der X-Achse aufgetragen das Alter, im Verlauf eines Lebens eines Zuwanderers aus der MENAPT-Region, nicht individuell jedes Einzelnen, aber in der Gesamtmenge, ja, kommen die statistisch zu keinem Zeitpunkt in den Plusbereich. Sie entnehmen dem System zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben mehr Geld, als sie einzahlen. Also absolut vernichtend das Ganze. Letztendlich sagt das aus, dass Zuwanderung aus den sogenannten MENAPT-Ländern für uns wirtschaftlich zweifellos, unbestreitbar eine absolute Vollkatastrophe ist. Herr Scholz will sich, wie Maaßen es neulich schon sagte, als wir ihn hier interviewt haben, Wahlklientel importieren. Eine bessere Erklärung dafür, dass er hier so viele Menschen aus der dritten Welt wie nur irgend möglich ansiedeln möchte, habe ich nicht. Hast du eine? Ich würde sagen, ja. Also sie wollen halt einfach die Identität, die jetzt, egal wie man es nennt, ob die jetzt beim Staatsvolk liegt, bei den Bürgern, bei wie auch immer, wollen die schwächen. Ich denke, damit kannst du Menschen am besten kontrollieren. Ja, durch Atomisierung der Gesellschaft letztendlich, indem du sie bunt machst und vielfältig. Und dem Ganzen dann so einen künstlichen Überbau irgendwie daherzauberst. Unsere Vielfalt macht uns stark, unsere Buntheit, und wir sind alle so schön, weiß nicht, so schön divers hier. Aber das ist total schwach, weil das ist von oben aufgestülpt und kommt nicht quasi genuin aus dem Volk heraus, ja. Volk ist ja auch schon so ein Schmuddelbegriff, das Volk. Ich denke, es hat was mit Umvolkung zu tun. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk. Ja, Was fand der stets zum Kotzen? Warte mal. Was war denn das? Was fand Habeck stets zum Kotzen? Nationalstolz oder sowas, glaube ich, hat er gesagt. Ja, das war's auch nicht. Aber ja, es ging auf jeden Fall um irgendwie sowas in der Art. Kommen wir zum Ausgang der Debatte zum Thema Asyl, die da im Bundestag geführt wurde. Keine Einigung beim Migrationstreffen. Wir stehen wieder bei Null. Es geht genauso weiter wie bisher. Ja, wir werden hier weiterhin jedes einzelne Jahr Hunderttausende unqualifizierte Migranten aus der dritten Welt ansiedeln. Unsere Innenstädte werden unsicherer und unangenehmer. Perspektivisch haben wir demnächst nicht mehr gut 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag, sondern 2,5, dann 3. Die Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wird nicht mehr bei gut 12.000 liegen, wie 2014 und 2015, sondern bei 50.000, 60.000, 70.000. Nicht mehr nur Schüler werden in Deutschland aus Angst zum Islam konvertieren. Als nächstes sind dann die Lehrer dran. Islamistisch motivierte Terroranschläge werden sich häufen. Der soziale Frieden wird erodieren. Die Sozialkassen werden einer immer höheren Belastung ausgesetzt sein. Aber dafür haben wir dann 50.000 neue SPD wieder im Land, was dazu führen wird, dass bei den Wahlen 2037 die SPD statt 6,2, 6,4% holt oder so. Es sei denn natürlich, man öffnet sich dem Islam und macht Wahlkampf mit ein bisschen Aussicht auf Scharia. Ja, dann halte ich 30% für möglich. Scharia-Partei Deutschlands, ja, passt. Ja, ja, gut, ja. Diese so Leute hassen euch. Sie möchten alles kaputt machen, was euch gesellschaftlich irgendwas bedeutet, und sie kriegen den Rachen nicht voll genug. Hier selbe Woche, Freunde. Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Asylgipfel: Wir haben die Situation, dass es einige Kommunen gibt, die an der Belastungsgrenze sind. Auf der anderen Seite, das haben wir heute auch besprochen, gibt es andere Kommunen, wo auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen noch Plätze frei sind. Na wunderbar! Ja, wenn es noch freie Zimmer gibt, bringt sie alle her. Mhm. Ja.
Wie viele Plätze haben wir noch? Gibt es von der ersten Gruppe und wie viele gibt es von der zweiten Gruppe? Ja, das würde ich mal gerne wissen. Ja, wir haben, Arthur, wir haben von gut 2000 afghanischen Ortskräften mittlerweile 50.000 aufgenommen. Jeder 100. Afghane lebt bereits in Deutschland. Jeder 20. Syrer lebt bereits in Deutschland. Aber wir brauchen mehr. Wir haben Platz. Immer rein in die Krise. Immer rein in die Krise. Die können erst dann gut schlafen, wenn die Eingeborenen an unseren Schulen in der Minderheit sind. Ja, sie hassen euch. Dir war das wahrscheinlich klar, Arthur. War dir klar, dass Baerbock auch dich persönlich abgrundtief hasst? Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, sie ist halt auch ein bisschen dumm. Aber ja, ich denke schon. Ja. Oh Gott, hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Alles hier Satireprogramm. Ich bin hier nachträglich, brenne ich hier noch ein. So ein Branding-Satire oder was, macht dir keine Sorgen. Alles gut. Ansonsten, Arthur, ich danke dir vielmals. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke Ihnen. Liebe Grüße an die Honigwabe, an alle Zuschauer. Macht es gut. War schön. Macht's gut. Ciao, ciao.